Hallo zusammen. Ja, sehr, sehr intensiver Anfang. Heimmannschaft hat sofort gezeigt, was deren Gameplan ist. Sehr intensiv. Gut angefangen auch von uns. Einverstanden eigentlich, wie es so gelaufen ist. Erste Gegentor, zweite Gegentor, dritte Gegentor, Spiel war vorbei. Und ja, so schnell kann es gehen. Wir haben danach die Intensität nicht mehr gefunden, was man braucht, um da mithalten zu können. Spiele haben sicherlich nicht aufgegeben, bewusst, aber wenn du im Kopf sagst, okay, ja, heute wird schwierig, dann kommt sowas zustande. Dazu noch Nürnberg hat sehr, sehr gut gespielt. Daher Respekt, sehr gutes Hockey, verdient gewonnen. Serie ist 3-1 und ein paar Tage zweiter. Danke. Ja, übermorgen geht schon weiter. Dann, wie gesagt, 1-3 in der Serie. Heißt, die Roosters stehen mit dem Rücken zur Wand. Wie werdet ihr das Spiel angehen? Ja, do or die. Wir müssen natürlich dann versuchen, das Spiel zu gewinnen und die Intensität zu matchen, was man braucht, um Nürnberg zu schlagen. Das ist beim ersten Spiel gelungen und das versuche ich natürlich zu wiederholen. Vielen Dank, Herr Passanen. Martin, erstmal Glückwunsch zum 7-1-Sieg. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, wir haben unseren Gameplan ausgefüllt. Ihr habt das richtig gesagt. Es ist 3-1. Nächstes Spiel ist in Iserlohn. Ich glaube nicht, dass Iserlohn wird schlechter spielen. Die haben den Rücken gegen die Wand. Und man sieht auch, am letzte Drittel, das Spiel war vorbei, aber die sind verdammt gefährlich. Und ich erwarte eine sehr harte und körperliche präsente Mannschaft von Iserlohn in Iserlohn in 2 Tagen. Und ja, wir haben nur ein Matchspiel verdient, nicht mehr. 3-1, Series geht weiter. Dankeschön. Lass uns noch mal kurz zu dem Spiel heute kommen. Das war Eishockey zum Verlieben, trotz alledem. Wie hast du deine Mannschaft gesehen, vor allem auch den Bereich Physis? Good. I mean, der Fuß ein bisschen weg von Gas. Am Ende ist es verständlich. Weißt du, kennst nicht die Jungs. Wir sind auch Mensch, wenn du so viele Tore nach vorne bist. Natürlich ist es menschlich, ein bisschen nachzulassen. Wir haben ein paar Jungs ein bisschen pausieren, weniger Eiszeit geben, weil wir müssen vorne schauen auf das nächste Spiel in 2 Tagen. Aber wie habe ich gesagt, ich erwarte eine sehr harte Spiel in Iserlohn. Vielen Dank, Martin.